Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim Haus Flipper mit eurem Bobas. Und gestern war ja der Livestream. Da nochmal ganz herzlichen und vielen Dank für die, die dabei waren und fleißig mitkommentiert und gechattet haben. Freut mich immer riesig. Wir haben ja hier noch dieses kleine Häuslein hier zu machen. Da ist nicht mehr allzu viel. Wir haben jetzt halt im Grunde diesen Bereich hier inklusive Billardtisch und Küche und so weiter. Das haben wir jetzt fertig, dass wir das jetzt einfach noch mal gesehen haben, ganz kurz. Und jetzt würde ich sagen, geht's nach oben. Hier werde ich nichts machen. Das lasse ich jetzt so, wie das ist. Das finde ich in Ordnung. So, hier nochmal die Tür zu. Da haben wir unseren Geräteraum. Den würde ich auch so lassen, wie er ist. So. Da haben wir dann unseren Garten, da müssen wir auch noch ein wenig rumwerkeln. Wir haben hier unser Badezimmer oder Gästebadezimmer, wie auch immer. Hier die Küche. Also ich denke, wir haben hier ganz gut was geschaffen. Mein Essen ist natürlich hier in der kleinen Küche nur möglich, nicht hier außen. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Lösung hier mit dem Eck gewesen. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. So, aber jetzt geht es hier nach oben weiter. Und da würde ich sagen, legen wir vielleicht einfach in dem hintersten Zimmer los. Hier möchte ich einen begehbaren Kleiderschrank reinmachen. Wie schaut es mit Licht aus? Ah, ich habe gerade vorhin ein anderes Game gezockt und da war es die ganze Zeit die rechte Maustaste, um den Lichtschalter zu betätigen. Und es war, naja, ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Der Part müsste sogar, wenn ich mich nicht täusche, heute Abend um 21 Uhr kommen. So, es ist ein kleines angezockt. Nur mal so viel schon mal vorweg gespoilert, mehr sage ich jetzt nicht. Okay, ja, hier würde ich jetzt halt also auf jeden Fall einen begehbaren Kleiderschrank hermachen. Wir können ja mal ganz kurz gucken wegen der Farbe, weil da müssen wir eigentlich jetzt halt nicht unbedingt so was Großartiges machen. Wir können hier zum Beispiel so ein leicht cremiges nehmen. Ich denke, das wird absolut ausreichend sein für den Raum. Ist auf jeden Fall eine helle Farbe, weil das ist ja doch ein wenig versteckt hier. Ohne Fenster. Also insofern denke ich, eine helle Farbe ist dann auf jeden Fall besser, als irgendwas Dunkles hier reinzumachen. So, und der Raum ist ja wirklich sehr klein. Insofern können wir den jetzt halt auch ganz flott miteinander streichen. Na, bloß noch die eine Wand hier. Und dann haben wir es eigentlich auch schon. So, zack, das war's, ne? Jo. So, dann würde ich den Eimer aber auch erst einmal mit rausnehmen. Den lassen wir dann einfach jetzt halt einmal hier mitten im Flur stehen. Genau, hier möchte ich ja im Grunde das elterliche Schlafzimmer hinmachen. Das Bild okay. Hier können wir nichts verändern, weil da ist die Treppe. Wie das gemacht ist, würde mich natürlich wundern, ne? Weil warum kann ich jetzt zum Beispiel nicht... Ich kann den Mauerbacken wegmachen, aber warum kann ich das nicht selber probieren? Das müsste ich vielleicht glatter mal in dem gemeinsamen Haus austesten, ob das denn möglich wäre. So, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Wie passt jetzt halt hier ein Doppelbett rein? Wir werden es sehen. Wir schauen jetzt halt einfach mal, was wir da haben an Möbeln. Möbel, wo sind sie? Betten. Jungenbett. Doppelbett Pattern. Also am schönsten sind ja eigentlich die mit diesen ganzen Kissengedöns drauf. Aber das ist zu groß. Das ist einfach zu groß. Das geht gar nicht. Wir können hier im Grunde kein elterliches Schlafzimmer machen. Das könnte man vielleicht hier machen. Und dann macht man hier im Grunde den Wäscheraum. Das Ankleidezimmer. Wir machen hier das Ankleidezimmer draus mit einem begehbaren Kleiderschrank und fertig. So, Licht haben wir schon hier. Naja, die Funzel, die ist jetzt hier gerade sehr toll. Da haben wir ein Ding, der müsste eigentlich... Ja, ist halt ein Funzelchen, das passt schon. Wenn es sowas gäbe, noch wie Bügelbrett oder sowas, ne? Das wäre nicht schlecht. Jetzt hau ich dich weg. So, das hast du jetzt davon. Weil die mir ständig keine Bilder. Es sind doch Bilder da, unten, ganz viele. So. Da machen wir Wände und dann machen wir die Farbe Kupfermünze. So. Das ist jetzt halt einfach mal auf die Schnelle beschlossen.
Wir machen die Farbe Kupfermünze. Ist doch in Ordnung, oder? Ist jetzt auf jeden Fall einmal wegen was anderes. Nicht weiß, jedenfalls. So, die Farbe hat jetzt gerade genau gereicht. Hier mache ich natürlich keine Tür rein. Da muss natürlich eine Tür hin. Das setzen wir auch gleich mal eine. Das wird einfach eine ganz normale weiße Tür werden. Was anderes brauchen wir da nicht. So, wir müssen nur... Ja, das passt schon. Der Lichtschalter ist auf der Seite. Dann können wir die Tür eigentlich hier einfach mal reinsetzen. Und dann ist gut. Nein, nicht den Hammer in die Hand nehmen, sondern wir brauchen elektrische Lampen. Lampen brauchen wir. Wir brauchen eine Deckenlampe. Und da das ja eh nur so ein Wäschezimmer ist, sage ich jetzt mal, die Reflektorlampe ist einfach das Einfachste. Ups. Nein, die brauche ich schon. Muss ich mich dran gewöhnen, wieder mit der Maus zu agieren. Nicht mit der rechten Maustaste. Die rechte Maustaste, die ist ein... Ja, die ist jetzt halt so irgendwie drin. Das ist klar, wenn man eine Aufnahmesession macht mit einem anderen Spiel, wo man dann gleich 3, 4, 5 Parts auf einen Schlag aufnimmt, dann ist man da so drin, dass das natürlich dann schwierig wird. So, wir machen als Boden, als Fußboden, machen wir hier einen ganz normalen... Teppichböden machen wir da. Wir machen hier einen Semperweiß Teppichboden machen wir hier rein. Das ist ein Ankleidezimmer. Da machen wir jetzt einfach einen weißen Boden rein und fertig. So. Zack. Und dann hier in dem Raum auch. Zack. Passt. So. In dieses Ankleidezimmer kommt ein Sofa her, würde ich sagen. Das müssen wir auch nicht beheizen. Das braucht es nicht. Da kommt ein Sofa rein. Und zwar ein schönes, kleines, gemütliches. Sowas da zum Beispiel. Oh, komm. drehen bitte. Gut. So. Dann brauchen wir hier vielleicht auch... was machen wir da noch? Also hier muss auf jeden Fall ein Schrank rein. Das ist ganz klar. Da ist jetzt nur die Frage, welcher... Weil das Problem nämlich bei diesen Möbeln ist tatsächlich, dass die Schränke einfach kacke sind. Die sind einfach mies. Die gefallen mir überhaupt nicht. So, kann ich die noch eins links? Nein. So, dann könnte man hier... Hier könnte man noch einen Stuhl reinstellen. Stühle. Und zwar, da machen wir so einen ganz einfachen. Jawohl. Und einen Spiegel auf jeden Fall, ganz klar. Und da stellen wir den Stuhl vielleicht ein bisschen so her. Da geht es nur darum, dass man vielleicht nochmal was ablegt. So, und dann gibt es doch diesen neuen Spiegel. Da, dieser aztekische Spiegel. Und den können wir doch da herstellen. In das Ankleidezimmer passt es doch ganz, ganz gut, würde ich sagen. So, nur von der Dekoration her machen wir jetzt halt einfach nur ein ganz einfaches Bild rein. Da ist sowas da zum Beispiel. Ist zwar recht groß, aber das passt schon. Das soll ja auch nur ein kleines bisschen dekomäßig sein. So, dann würde ich sagen, machen wir hier irgendwie einen Sideboard hin. Mit Schubkästen. So, mit Schubläden. Irgendwie sowas hier. Von mir aus auch in der Farbe. Das ist super, das ist ein kleiner Popelschrank. Wie wär's denn damit? Ja, du gefällst mir schon besser. So. Davon könnten wir eigentlich auch dann 2 oder 3 hinmachen. Da hinten noch eine Stehlampe hin. Schauen wir mal, inwiefern wir die nebeneinander stellen können. Leider nicht. Ich habe jetzt gedacht, die kann man Schrank an Schrank stellen. Na gut, warte mal, dann tue ich dich mal weiter rüber und dich dann noch mit ran. Würde ich aber dann absichtlich einen größeren Spalt lassen, weil ich denke, das schaut ein bisschen besser aus. So, lampentechnisch, Stehlampe, stehende Lampe, Lampe, Nachtlampe, nee, irgendwie so ein Schnörkeldings da. Floor Lamp.
Ja, die ist doch schön groß. Müssen wir die nur drehen, dass die vielleicht so ein bisschen schräg ist. So, zack. Mach mal an. Ja, ist doch ein nettes Licht. So, dann können wir noch. Wo war das wieder? Wo war jetzt das wieder? Oh, die Kleiderbügel. Auch nicht schlecht. Ja, wir könnten zum Beispiel sowas da. Können wir noch mit an die Wand machen. Wenn man dann vielleicht noch die eine oder andere Jacke hinhängen kann, die man vielleicht immer wieder mal braucht. Dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal einen von den Stühlen. Der kommt einfach da mit her. Zack. So. Dann brauchen wir nochmal, würde ich sagen, so einen von den Spiegeln hier. Stellen wir dann einfach da mit her an die Wand. Ja, dann kann man sich auf jeden Fall ganz gut angucken. Oder wir machen hier so einen Modulspiegel. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Spiegel, Spiegel an der Wand. Kaufe viele. Und dann könnten wir uns da quasi so eine Spiegelwand hermachen. Ich glaube, das ist gut. Wer sieht sich nicht gerne voll in dem Spiegel mal? Also, ich denke, das ist toll, wenn man sich einmal. Der verzerrt aber ganz schön, wenn man sich einmal komplett sehen kann in dem Spiegel. Ich denke, das ist gut. Mach mal das Licht. Doch, das ist gut. So, da legen wir jetzt halt hier noch so einen Läufer rein. Dekorationen. Nein, Fußboden, Teppiche. Herumteppich in. Ja, zu einem gestreiften Ding. Wir schauen noch mal, wie. Oh, der ist riesig, ne? Aber das passt schon. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist doch gut. Haben wir ein Ankleidezimmer. Ruckzuck. So, dann machen wir dann noch hier noch ein schönes Bild her. Ich hoffe, ich habe jetzt halt keins, was irgendwie zu groß ist. Fotos, Gemälde. Keins von den Weißen. Hier, Bild, Stadtfluss. Wie groß bist du? Ja, das ist doch gut. Das kommt dahin. Dann könnten wir da vielleicht noch so ein bisschen kleinere noch hinmachen. Da Bild Frühling zum Beispiel. Ja, das ist aber jetzt sehr klein irgendwie. Das könnte man, wenn dann, daher hängen. So, schauen wir mal, ob ich nicht noch eins finde, was da ein bisschen besser passt. Es gibt ja viele Bilder. Da, dann eben die hier. Ui, okay, die ist sehr groß. Man kann sich das auch gar nicht merken hier mit den Bildern, welches jetzt halt wie groß ist. Also das ist. Die müssten echt da, Maße hinschreiben. Das wäre super. Einfach, dass man so ein kleines bisschen weiß, was für Dimensionen. Das sind nämlich eher kleinere. Das Wald ist, glaube ich, auch recht groß. Da, die sind. Das sind jetzt halt wieder so Riesenschinken, ne? Die Skizze vielleicht, weil das sind. Die Skizze passt daher. So, Putten. Bild Bär in der Garderobe. Ja, das Bild Bär in der Garderobe passt dahin. Das ist doch gut. Habe ich dir gesagt, dass ich Kinder hasse? Ich habe nicht gesagt, dass ich keine Kinder habe. Oh Mann, also die, ne? So, das ist ja auch kein Kinderzimmer hier, sondern das ist ein Ankleidezimmer. So, und in dem Ankleidezimmer kommen auf jeden Fall dann auch bei den Türen und Fenstern Rollos hin. Jawohl. Du kommst dahin. Zack. Und zack. Das muss alles ja dann zackig gehen jetzt. So, und da würde ich den gleichen machen. Da würde ich den gleichen machen. So einmal, zweimal. Und dann können wir die nämlich auch noch gleich montieren. So. Darüber noch. Perfekto. Das ist doch gut. Gefällt mir. Also einfaches Ankleidezimmer ist das, denke ich ja mal, ideal. Kann man wirklich so lassen. So, und dass man natürlich auch mit der Zeit keine Probleme bekommt, braucht man natürlich da auch für irgendwie eine Uhr. Dann nehmen wir so eine ganz einfache Lothringen-Uhr in S. Ja, gut. Hauptsache, man hat den
Wecker immer irgendwie im Blick. So, dekorationsmäßig würde ich sagen, machen wir hier jetzt noch pflanzenmäßig was her. Keine Kräuter. Das müsste ein wenig besser gemacht sein hier. So, du kommst in die Ecke. Und ich weiß nicht, ob man da was draufstellen kann. Gucken wir mal. Nein, nicht unbedingt den Tiefenbach hier, eher sowas wie eine Orchidee oder sowas. Ja, kann man da herstellen. Aufs Fensterbrett kann man auch was normalerweise stellen, aber nicht das. Warum nicht? Stellen wir die Orchidee hier auf den Schrank. Oder da aufs Fensterbrett. Aber dann steht es so weit vorne, ne? Nee, das geht nicht. Da könnt ihr was hinstellen, aber dann wird es ja auch genauso in den Rollo reingehen. Oder nee, das machen wir nicht. Wir stellen den da drauf. So. Dann denke ich, ist das gut. Da könnte man noch irgendwie dekomäßig kleinere Dinger hinstellen. Zum Beispiel so einen Efeu. So. Und dann hat man doch da noch diese Schwäne, die hier. Und die würden doch dann hervorragend da noch dahin passen. So. Und schon haben wir Schnörkelzeugs da. Wir haben Bilder. Wir haben den Durchgang einfach zu dem Schrank. Perfekt, würde ich sagen. Ja, für so ein Garderobenzimmer oder Ankleidezimmer ist es doch in Ordnung. Kriegt man alles hin. Okay. So, den Flur. Ja, also wenn vielleicht in der gleichen Farbe, ich weiß es nicht. Da könnte man so ein Orange lassen, als zum Beispiel Kinderzimmer. Dann könnte man da das Kinderzimmer machen, dann kommt da das elterliche Schlafzimmer hin. Und da natürlich dann das Badezimmer. Ja, würde ich sagen, das ist gut. So, was war das jetzt nochmal für eine Farbe? Das war, gib mir mal den Pinsel in die Hand bitte. Das war... Ach, das ist die gleiche Farbe wie unten, ne? Haha, jetzt ist nur die Frage, was war das für eine Farbe? Weil ich meine, wir können ja das hier oben übernehmen, ne? Also zumindest in dem ersten Teil quasi. In dem vorderen Bereich. Ich hoffe zumindest, dass die Farbe soweit reicht. Und dann da drüben im Grunde eine andere Farbe, dass wir jetzt halt nur das verbrauchen, was wir jetzt halt hier einsetzen können. Ich hoffe zumindest, dass das passt bis da vorne. Oder zumindest bis in die Ecke rein, wir werden es gleich sehen. Ja, noch ist sehr viel Farbe da. Das geht. Keine Farbe mehr. Schauen wir mal, wie weit es geht. Wie weit es klappt hier mit der Farbe. Ja, ist es eh gleich vorbei. Also die Farbe ist eh dann gleich alle. Und dann könnte man in dem hinteren Bereich vielleicht noch die Farbe nehmen, die wir da noch übrig haben. Die hier. Und der ist leer, der Eimer. Haut nicht mehr hin, ne? Ja, das denke ich mir. Dann könnte man das machen, quasi bis zu der Wand hier, sprich ab hier dann die andere Farbe. Das ist halt dann ein wenig heller. Im Grunde passen die nicht nochmal so schlecht zusammen. Hätte man so ein kleines bisschen unterteilt das Ganze und ich hätte die Farbe nicht so ganz vergeudet oder weggeschmissen oder wie auch immer, weil ich hätte sie jetzt wieder verkauft. So. Ihr werdet wahrscheinlich auch feststellen, dass ich wesentlich weniger Schnitte in dem Ganzen mache. Liegt einfach daran, dass wenn ich jetzt so viel produziere, gerade im Moment,
Das ist jetzt aber da nicht irgendwo gestrichen, ne? Aus Versehen. Doch da, mittendrin, ist ein heller Streifen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das auf der Aufnahme richtig sieht. Und hier, ne? Ah, naja, gut. Komm, dann machen wir noch einen Dekostreifen hin. Machen wir noch dekomäßig was hin. Jetzt muss ich nur mal gucken. Der war's. Also zwei Streifen dekomäßig. Und dann vielleicht auch noch hier 1, 2 entfernt. Nochmal zwei. Und dann könnten wir da gegenüberliegende Seite vielleicht auch noch machen. Nein! Ich wollte jetzt keine drei machen, sondern nur zwei. Das geschieht dir gescheit recht, weil du wieder so hektisch bist, weißt. Dann machst du halt da auch drei. Und dann ist das schon okay. Na, nicht alles immer so stupide in einer Farbe, sondern so, zack, du kommst jetzt weg. Weg mit dir. So, haben wir ein Licht da? Nein, wir haben kein Licht da. Was hier aber, denke ich mal, ganz gut wäre, von den Lampen, Deckenlampe, einfach nur diese Fluter hier, die Halogenstrahler. Einfach hier so in die Mitte quasi. Und dann hätten wir das nämlich auch gut beleuchtet. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich da vorne das auch noch so sauber hinkrieg. Sondern hier vielleicht noch, keine Ahnung. Da muss man jetzt ein wenig rum überlegen, wie man das am besten macht. Ja, aber ich denke, zwei Strahle hier. Den sollte man vielleicht noch um eine kleine Stufe rüber. Zack. Ey, das ist... Okay, wieder eine Stufe zurück. Und dann ganz da vorne den nochmal um einen Tick rüber. Ein Tick rüber und dann noch zwei, drei Ticks zu mir. Ja, das ist doch in Ordnung. Und damit hätte man nämlich das richtig schön hell hier im Flur. Ich denke, das ist gut. Ich denke, das ist wirklich gut. So, bauen wir mal hier noch eine Tür rein. Die sollte jetzt allerdings dann nach rechts aufgehen. Türenfenster. Innentür weiß. Viele. So, dann kommst du nämlich dahin. Hier muss die Tür allerdings gedreht werden. Weil da haben wir ja den Lichtschalter hier auf der Seite und hier müsste die Tür auch so rum reinkommen. Yep. Geben wir hier schön rein, dann hat man da den Lichtschalter. Ach, das Licht war schon an, das war auch sehr funzelig hier. Die Lüftung lassen wir. Den Heizkörper, muss ich mal überlegen, wie wir das hier einrichten am besten. Das soll ja mehrtauglich sein oder massentauglich sein, wenn man so mag. So, und da kommt dann eben das Schlafzimmer rein. Hervorragend. Ja, ich habe es jetzt ausgemacht, ne? Dann brauche ich natürlich da nicht rumprobieren. Okay, ich denke, für heute war es das auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Part. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir dann da weitermachen, weil wir haben ja noch Badezimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer. Die drei Zimmer haben wir noch und dann geht's raus in den Garten. Vielleicht schaffen wir das nächste Mal zumindest das, keine Ahnung, Kinderzimmer oder Badezimmer, Elternschlafzimmer. Mal gucken, je nachdem. Also dann, macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.